Winners Round 1, TCL Jintrax gegen Bojo, der sich jetzt schon gespannt die Hand vor den Mund hält. Wer die Spannung gewinnt? Ist nicht zu fassen. Selbst Bojo weiß es noch nicht. Ja. So, damit können sie jetzt auch anfangen, den Stage-Striking-Prozess durchzugehen und ihre Charaktere zu picken. First Round over, das ist selten. Ja, das ist es wirklich. Also First Round Win in RPS, das zeigt schon direkt Dominanz. Ja, ja. Da ist die das Moment auch schon bei Bojo. Bojo steht da, schon fast am T-Posen. Jintrax sitzt da richtig schön eingefärbt. Ja, das ist, Dominanz wird ausgeübt. Ich sehe schon Dominanz gegen Defensive. Ist die Frage, was jetzt? Also Bowser gegen, aber Bowser-Spieler, ich glaube, die stehen nie auf generell. Sagt es gerade Jin spielt Bowser? Ja, genau, denn Jin spielt Bowser. Genauso spielt Bojo auch Diddy Kong. Ja. So, Diddy Kong gegen Bowser, was erwartest du von dem Matchup? Ich habe tatsächlich da heute Morgen noch mit Dark Thunder drüber geredet. Der meinte, es wäre eigentlich kein Problem. Bananen ist halt nervig, das war's. Aber ich meine, Diddy Kong hat, glaube ich, ein paar Probleme zu killen. Mhm. Vor allem gegen Bowser und Bowser im Gegenteil zu Diddy Kong. Das Problem an der Banane für Bowser ist ja auch, dass die Banane Tough Guy sozusagen ein bisschen überbrückt. Mhm. Tough Guy ist halt nicht wirklich etwas, was von der Banane irgendwie was entgegenzusetzen hat. Ja. Allerdings, ich glaube, gegen viele Aerials von Diddy Kong ist er ziemlich useful, also gegen Nair und so. Gegen Tough Guy. Ja. Und auch generell die Super Armor auf den Moves. Die Sache ist, das ist dann halt das Problem, Jin muss natürlich die Hitboxen auch gerecht timen, um die Banane in der Luft zu zerstören und darf sich dabei nicht vorher von der Banane in seine Hurtbox treffen lassen. Ja. Von daher. Bojo mit dem 10-Euro-Tag, ein bisschen den Shoutout an den Twitter-Beef mit RT, zwischen PP und RT. Shoutout an Smash Crews. Shoutout an alle Smash Crews, die jetzt wieder zum Leben erwacht sind. Urplötzlich. Keine Ahnung warum. Alles klar, es fängt an auf Lylat, gute Map für Bowser. Warum pickt Bojo das? Das ist eine Frage. Naja, das ist vielleicht auch eine Sache, die ihn ein bisschen besser stimmt. Weil Monkey Flip ein bisschen Mix-Up-Potenzial hat auf der Stage. Mhm. Also ich glaube, er mag die Map. Er hat auch gegen mich letztens zweimal darauf gewonnen. Mhm. Ansonsten, Jintrax gerade schön mit einer Side-B. Ja. Bojo schon gekillt bei 61 vom Upsmash von Jin. Jin lässt hier absolut nichts abbrennen. Abbrennen lässt er schon mit seiner Anushibi. Also ich finde Lylat eine sehr, sehr gute Map für Bowser. Ich spiele ihn auch ein bisschen selber und einfach unter den. Kannst halt, die Plattformen sind halt perfekt für Bowser. Stellt sich da runter, extends ein bisschen Uptilt oder in dem Fall Upsmash. Bojo gerade intelligent mit ein bisschen Ledge Stall. Banane into Abi und Banane hat ihn aus der Side-B von Bowser gerettet. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Into Grab. Das sind Sachen, die haben wir bisher noch nicht so gesehen. Da sieht man, was für ein Problem die Banane in dem Matchup ist. 91% auf Jin. Nicer Shield Grab. Naja, und Bojo gerade bei 45% auf seinem zweiten Stock. Das heißt, er muss ein bisschen was nachholen, aber hat jetzt nicht so viel Bodenwert. Also prozentweise ist es eigentlich sogar even, würde ich sagen. Wenn man Bowsers Gewicht mit deinem zieht. Gute Fair von Jin. Er macht die Bojo macht die Recovery. Das kann sein, es kommt immer von unten mit der Up-B, wo Bowser zumindest Jintrax Bowser gerade nicht viel machen kann. Ja, Bojo hat gerade ein bisschen damit gestruggelt, die Stage Control zu bekommen. Allerdings gerade gute Ledge Trappings von die wir hier gerade sehen. Ja, trotzdem letztendlich. Das war sehr gut. Ich wollte gerade sagen, er kann ihn schwierig auch killen überhaupt, aber. Naja, die Back Air von Diddy ist da ja nicht zu unterschätzen. Ja. Und jetzt gerade sieht man auch. Schöne Combo. 46% nach einer Conversion. Schöner Banana-Trip. Ja. Into Up-Throw-Back-Air. Sieht man die klassischen Heavy-Kombos. Auf Bowser. Jin gerade ein bisschen am Poken, ein bisschen am Rumeiern, sag ich jetzt mal. Er findet gerade nicht richtig diesen Anschluss an das, was Bojo jetzt zu bieten hat. Oh. Schöner Back-Throw von Jin. Regrab. Achtet nicht auf die Banane. Ich glaube, er möchte lieber die Banane ein bisschen da stehen lassen, damit Diddy keine neue spawnen kann. Schöne Side-B und sie killt nicht. Ich glaube, Jin weiß noch nicht so ganz, wie er Edgeguarden soll gegen Bojo. Allerdings hat er dafür ein ziemlich gutes Neutral, welches er auch ziemlich gut ausnutzt mit seiner Side-B. Das stimmt. Getup Attack von Bojo trifft Jin. Oh, was? Der SD von Jin. Okay. Okay, ja. Wahrscheinlich war es gerade die Lage, dass Bojo die Attacke steuern konnte. Ja, Bojo hatte weniger Prozent, ne? Genau, deswegen konnte er das auch steuern. Genau. Das ist eh so eine lustige Mechanik. Gute Awareness von Bojo. Mhm. So, Up-Throw, Back-Air, Back-Air. Den Trade da genommen hat, statt dem... Schöne Fair-Spring, 71%, 70%, 78%. Jin kommt nach Fair hin.
Bobby hat leider nicht aufgepasst. Und jetzt, Jin hat fast wieder Stage Control. Bobby punished. Ja. Downbeat mit diesmal hat die Fair auf die Fade. Und da ist der Spike sehr nice. Vor allem auch noch ein schöner Down-Air-Trade. Das ist das 1:0 zu Bojo. Da sieht man, Bojo hat gerade gesäuft vor Erleichterung. Ja. Wenn man gegen Bowser gewinnt, ist das, glaube ich. Aber Bowser ist doch explosiver Charakter, was das angeht. Weil du weißt halt immer, okay, ein F-Smash, ein Up-Smash, ein irgendwas und ich bin wahrscheinlich tot. Du hast es vorhin gesehen, bei 31% hat er einen Up-Smash oder bei 61% oder hat er einen Up-Smash kassiert und er ist einfach geplatzt. War das nicht? Ja, es war auf jeden Fall, es hat auf Lylat auch nicht so hohes Ceiling. Naja, Lylat ist mittelhohes Ceiling. Aber auch nicht so hoch. Ja. Es gibt natürlich höhere, aber... Unova, okay. Das ist eine Stage, die oft nicht gespielt wird oder überhaupt in Rulesets drin ist. Also ich finde Unova eigentlich ganz okay. Die sagen immer, ja, Palutena, Teleport Recoveries und so weiter, die werden dadurch total... Aber eigentlich ist es eigentlich nur eine Möglichkeit von Adapting, die du zu tun hast. Ja, ich finde die Map auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen langweilig. So ein bisschen... Bietet, glaube ich, wenig Neues irgendwie gefühlt, was andere Stages nicht geben. Die Plattformen sind anders positioniert als bei Carlos oder bei... das ist so eine Mischung aus Pokémon Stadium 2 und Carlos. Ja. Lucha B von Jin, 18% schon mal, Side B von Jin, 40%. Lucha B von der oberen Plattform von Unova schafft es dann leider nicht an die letzte zu kommen, allerdings schafft er es danach noch nachzuholen. Oh, da aber haben jetzt wir die Sick Combos. Schöne Conversion, aber schöne Up B von Jin, 20% hat sie gemacht, das ist nicht schlecht, das ist nicht zu verachten. Guter Combo Breaker. So, ja, wollte Up B Auto Shield machen, allerdings wurde davon gecatcht. Ja. Und Back Air von Jin zielt den ersten Stock von Bojo. Bojo sieht schon ein bisschen, okay, das ist ein bisschen lustig, ein bisschen... Aber fängt ähnlich an wie das erste Game. Genau. Und wie wir vorhin gesehen haben, Bojo hat es ja auch noch zurückgeholt. Ja, Bojo... Bojo geht auf jeden Fall die ganze Zeit rein. Und, wieder schön Abi von Jin, 20%. Und Prozente sind Prozente, das kann man nicht verachten. Auch wenn er dafür ein bisschen wieder kassiert hat. Solange er den Stock nicht verliert, ist das ja alles okay. Allerdings Back Air... Wieder schlechte Position für Jin. Sucht jetzt wieder die Back oder die Fair da. Oh. Er wollte mit der Up-B die Explosion auslösen, hat es aber leider nicht ganz geschafft, weil er zu spät reingelenkt hat. So, und jetzt Fair von Jin. Kann man die er wollte Side-B machen. Kann man die Up-B nur so kurz auch machen? Also direkt, direkt in den Boden lenken können? Ja, du kannst auch direkt in den Boden lenken. Allerdings war Jin zu weit weg, als dass das funktioniert hätte. Ja. Back Air von Diddy Kong zielt nun den ersten Stock von Jin. So, jetzt muss Bojo muss halt echt geduldig bleiben. Wenn er auch nur ein, zwei Neutral-Exchanges verliert, könnte er schon tot sein. Er wollte zurückgehen, weil er mit dem Monkey Flip gerechnet hat, ist aber zu weit nach vorne gegangen und wurde vom Monkey Flip doch noch getroffen. Oh! Das war eine Zero to Death. Da gibt's auch nicht mehr zu sagen. Das war eine Zero to Death, die sich sehen lassen können. Alter. Das war Back Air, Falling Up Air, Down B. Down Air. Das war clean. Das war wirklich eine sehr clean Combo von Bojo hier. Und Jin hat jetzt echt was nachzuholen. Ich sage, ich bin auch ein bisschen überrascht von Bojo gerade. Ja. Aber Bojo ist ein Spieler, der Erfahrung hat. Bojo kenne ich jetzt schon seit der Smash 4-Ära. Und er hat zwischendurch auch ab und zu mal immer ein bisschen gute Sachen gemacht. Das lässt sich halt nicht verarbeiten. Ja, nee, das stimmt. Also. Das muss man respektieren. Nur vor allem Jin muss das jetzt respektieren, weil er bei 104% ist auf seinem letzten Stock für dieses. Vielleicht sogar für dieses Set. Aber Backthrow macht es fast. Er schafft es irgendwie nach dem ersten Stock nicht mehr wirklich ins Game zu kommen. Er wollte mit Downtilt Two-Frame. Aber er ist immer noch Bowser und da platzt er auch. Diesmal nicht kein SD zum Glück, er hatte auch die Kontrolle. Und jetzt Bojo bei 0%, Jin bei 116. Und Combo, fast die Banane Fair Conversion in der Luft. Da hätte wieder ein Spike rauskommen können. Oh. Und Up Smash macht's nicht ganz. Nee, ich glaube, das killt erst bei. Jin bei 154%. 170 oder so. Allerdings, das könnte jetzt killen und es killt auch. Bei 165% macht Bojo. Das Set. GG's. 2-0. Das erste Game. Und Diddy Kong ist Top Tier. Erfahren wir gerade von Bojo. Ich hoffe, er kann uns im späteren Verlauf dieses Brackets noch zeigen, wie Top Tier Diddy Kong ist. Das will ich auch sehen. Ja. Aber trotzdem sehr gut gehandelt von Bojo. Vor allem die eine Combo. Also ganz ehrlich, die Leute, die jetzt gerade zuschauen, die sollten eigentlich mal die Combo vom zweiten Stock klippen. Absolut insane. Weil das war wirklich eine ziemlich gute Combo. Stimmt. Clip that auf jeden Bojo. Fall. Bojo. Da auch nochmal Respekt an dich, ey. Das war eine gute Combo. Hast du das schon mal gemacht? Ich hab vorher, glaube ich, zwei Games gegen Bowser gespielt. Nur zwei Games gegen Bowser gespielt vorher. Okay, das ist krass.
Tja. Ja gut, aber dafür hat er ja ein bisschen Bojo vielleicht Geheimfavorit? Generelle Diddy Experience gezeigt. Ja, ob er als Geheimfavorit was taugt, das muss er uns jetzt im späteren Verlauf des Brackets zeigen. Also Diddy Kong spielt ja, soweit ich weiß, schon seit Anfang von Ultimate? Nee, nicht seit Anfang von Ultimate. Oder, ich glaube, er hat mit Oli mal ein bisschen angefangen und dann hat er irgendwann auf Diddy Kong geswitcht, weil er ins Match wie auch Diddy Kong Oli mal gespielt hat, sorry. So, jetzt allerdings warten wir auf das nächste Set. Weißt du schon, was das ist? Wissen wir schon, was das ist? Das weiß ich leider noch nicht, welches das ist. Das könnten wir aber vielleicht auch gleich. Ich habe keinen Zugriff auf das Bracket. Achso, Scarlett ist gerade etwas informationslos. Das muss ich. Sag doch mal, Yika, er soll ihm die Rechte geben. Ja, warte, ich mache gerade eine. Und da meine ich keine Backpfeife. Hahaha. So. Was erwartest du dir heute vom Turnier? Was möchtest du für Matches ein bisschen onstream sehen? Also du hast ja so ein bisschen die Spieler, die du, du weißt ja ein bisschen, welche Spieler hier im Turnier also treten. Ich bin hyped auf Dark Thunder, denn mit dem der wohnt bei mir für also fürs Turnier und ich habe ein bisschen mit dem gezockt gestern und der hat ja auch das vorletzte gewonnen. Mhm. Das letzte leider nicht, aber diesmal will er wieder seine Redemption. Kommt wieder der Redemption-Arc von Dark Thunder. Also ja. Da bin ich gehypt. Was glaubst du so, gegen welche Spieler er antreten muss im Verlauf dieses Turniers? Also ich weiß, dass er Top 32 am Anfang gegen Takeo spielen muss. Takeo? Ja, Takeo. Da könnte schon... Also das sollte er gewinnen, aber sollte er nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Er meinte, Ike ist easy. Nicht easy, aber es geht. Ja, also Takeo hat immerhin auf Lightning Strikes Twice ein Set von Pew genommen. Ja. Dem Netzspieler aus Frankreich. Ich glaube, danach spielt er dann gegen Robin, den wir...